Ja, 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 ja. Hammer! Sorry. Ja, hallo. Es geht weiter in der Elektroauto-Videografie oder Elektroauto-Vorstellung. Ich sitze hier in einem Hyundai Kona 100 kW und wir machen jetzt hier mal einen kurzen Ausritt. Das Auto haben wir nicht lange. Ist vollgeladen, 96%. Und ja, die 100 kW haben wir ja beim Peugeot schon gesehen, bei dem Peugeot 208. Und ja, jetzt gehen wir mal gucken. Fahren wir hier mal raus aus der Stadt. Ein bisschen Stadtautobahn, beziehungsweise die Autobahn A1 ist das. Und gucken mal, wie er sich so fährt. Ich bin jetzt hier in Rekuperationsstufe 2. Der Peugeot hatte, ich meine nur eine, ich weiß es nicht ganz genau, ich hatte noch nicht so lange. Oder hatten nicht lange insgesamt. Ich bin auf 2 und das ist schon ein bisschen straffer wie bei Peugeot. Man kann hier noch eins hochschalten. Man kann also Stufe 3 kann man hier noch einschalten zum Rekuperieren. Jo, genau. Also Sitzposition, ja, der Sitz ist ein bisschen schmal. Ein bisschen schmäler als der Peugeot-Sitz, kann ich jetzt so sagen. Ansonsten Sitzposition ist okay. Lenkrad ist halt komplett rund. Nicht wie bei Peugeot, dieses abgeflachte. Aber man kann hier komplett durchgucken, sieht hier alles wunderbar. Und ja, hier das zentrale Display, wo man hier Radio jetzt hier hat, ein bisschen Navi hier auf der Seite. Hier hat man die Elektrodaten, die Reichweite, wann eine Ladestation kommt, wird hier direkt angezeigt. Hier sieht man den Energiefluss im Display, das zeige ich gleich noch genauer. Und hat diese Anzeige Power Charge, da sieht man dann, wenn man Power gibt, dass er das hochgeht, dann die Energie, die er zieht, und wenn man rekuperiert, dann wieder die Energie, die er wieder in den Akku reinpumpt. Ja, also im Prinzip überall gleich. Rekuperationsstufen einstellen gehen hier über diese sogenannten Schaltwippen, die ja keine sind. Da kann man dann eben Plus und Minus machen bis auf 0. Dann hat er gar keine Rekuperation. Dann fährt er sich wie ein Verbrenner. Ja, ist natürlich jetzt optisch ein bisschen schlichter hier gehalten alles. Find's aber aufgeräumt. Gefällt mir gut. Was mir super gefällt ist, ich sehe hier keinen oder kaum Klavierlack. Ein bisschen hier um den Rahmen hier vom Display. Und ansonsten sehe ich hier keinen Klavierlack. So, jetzt fahren wir mal auf die Autobahn. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ist wie erwartet, hätte ich gesagt. Ne? Ja, der Anzug ist perfekt. So, jetzt sind wir schon gleich bei 100. Hier dürfen wir auch nur 100 fahren. Naja, jetzt sind wir bei 90. 90 km/h. Okay, er sagt mir jetzt. Ah ja, das ist die Spur. Genau, ich bin ein bisschen rechts an der Spur, dann piept er. So, jetzt fahren wir mal 100. Jetzt haben wir 100 drauf. Ja, fährt sich super. Meiner Meinung nach auch sehr ruhig. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Reifen drauf sind, muss ich ja mal gucken. Das war ich beim Peugeot noch schuldig. Die Reifen, irgendwelche Michelin. Ich muss mal gucken, was hier drauf ist. Man kann ja dran denken. Und ja, sehr angenehm hier zu fahren. Windgeräusche durch die, ich denke, etwas größeren Spiegel als die Peugeot kommen von hier auf jeden Fall. Zumindest bilde ich mir das ein, dass das so wäre. Riesenrückspiegel finde ich super. Ja, ansonsten ein Drängler hinter mir. Okay, lassen wir den mal schnell vorbei. Ist auch ein Hyundai. Ja, das macht wirklich einen guten Eindruck. Das ist jetzt, wie gesagt, mein zweites Elektroauto, das ich fahren darf. Ich finde es echt aufgeräumt hier. Also, muss ich schon sagen. Bin jetzt in D. Ich weiß es nicht genau. Gibt es hier noch weitere Fahrstufen? Fahre jetzt hier mal ab und gucken mal noch mal ein bisschen, wie es dann aussieht mit der Rekuperation und so weiter. Ist auch ein bisschen windig draußen, von daher kann das mit den Geräuschen so ein bisschen täuschen, aber jo, nee, ist super Sache. Kurvenmäßig liegt der 208 jetzt gefühlt aber ein bisschen besser, also jetzt von dem Wackeln her, weil wenn ich jetzt hier so ein bisschen rüber gehe, dann geht das schon ins Wackeln rein. Rekuperation ist sehr stark bei 2, auch hier bei der Geschwindigkeit. Wenn ich hier jetzt ganz vom Gas gehe, sitzt mir der Kollege da hinten im Kofferraum. Aber wenn man das dosiert einsetzt jetzt hier, und dann sehe ich jetzt auch hier Charge, 2 Balken, ein Balken jetzt nur noch. Ja, hier ist 60. Also,
kann ich mich auf jeden Fall mit anfreunden. Mit dem Sitz müsste man eben gucken. Der ist also hier, hier ist er sehr eng, finde ich. Das so ein bisschen drückt das. Ja, müsste man jetzt mal ausprobieren, wie es so auf die Dauer aussieht. Denn meine Fahrzeiten sind nicht so lang mit dem Auto, wenn es später dann eingesetzt wird. Von daher, ja, vielleicht gewöhnt man sich da auch dran. Ja, nö, ist schön. Ich habe jetzt die Klima hier eingestellt. Ah, Driver Only kann man hier machen, dann macht er da hinten keine. Jetzt mache ich mal Driver Only aus, 21 Grad. Ja, da bläst er jetzt natürlich direkt stärker. So, jetzt Rekuperation, jetzt eine rote Ampel. Ich bin komplett vom Gas, 30, 25, 20. So, und dann muss ich den letzten Rest bremse ich jetzt rein. Ja, das ist jetzt die Rekuperation 2. Jetzt machen wir mal ein Experiment, Rekuperation 3. Jetzt kommt hier gleich ein Kreisel da vorne. Mal gucken, wenn wir jetzt gleich vom Gas gehen. Ist ja alles so ein Live-Experiment. Oh ja, das ist natürlich... Ja, hier ist auch... Hier kann man... Ja, ich kann hier fahren. Wir sehen das jetzt, gehen auf die andere Kreiselspur. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Nicht ganz bis zum Stand, aber doch schon einen guten Punch mehr, den er hier abbremst. Also prima. Also ich kann mich, wie gesagt, hier mit diesem... Mit diesem Einpedalfahren echt gut anfreunden. Empfehlung von mir ist einfach, wenn man es noch nie gemacht hat, einfach mal irgendwo hinfahren, wo man sich auskennt, wo nicht viel Verkehr ist, wo man ein bisschen Platz hat und dann ein bisschen ausprobieren. Dann ist man ein bisschen sicherer, dann ist man nicht so überrascht, wenn dann irgendwann mal hier die Bremse reinhaut, beziehungsweise die Rekuperation dann einsetzt, relativ stark. Man kann es ja relativ schnell, kann man es ja umstellen. Also von daher denke ich mal, kann man sich hier gut damit arrangieren. So, jetzt fahre ich hier hoch. Kleinen Hügel hier im Ort. Bin jetzt im schönen Riegelsberg übrigens, falls das jemand kennt. Gruß an DF8VO. Falls jemandem das sagt, da bin ich nämlich gerade vorbeigefahren. Und jetzt fahren wir gleich noch über Landstraße wieder zurück zum Händler. Aber ja, nee, das ist sehr angenehm zu fahren, finde ich. Vor allem hier Stop and Go ist natürlich klar, wie Automatik. Das ist natürlich super. Also ich würde einfach sagen, jemand, der hier Automatik fahren kann, der hat mit Elektroautos absolut gar kein Problem und gar keinen Stress. Der wird sich mit der Rekuperation noch ein bisschen auseinandersetzen und dann läuft die Kiste. So, ich bin jetzt hier an der Kreuzung, an der Linksabbieger. Spur und bin jetzt ohne zu bremsen, nur mit Rekuperation, ja, den ganz letzten Rest hier, wenn es ein bisschen länger dauert. Ansonsten, wenn man hier so rechts vor links Geschichten hat oder wenn halt Platz ist und dann lässt sich das super mit der Rekuperation erledigen. Das finde ich also echt sehr gut gelöst. 93% haben wir schon. Bei 97 sind wir gestartet. So. Das ist jetzt die 100 kW Version, jetzt weiß ich gar nicht, die Akkugröße, blende ich ein. Die Daten habe ich jetzt alle nicht auf dem Schirm, hier liegt auch irgendwo ein Zettel drin, glaube ich. Könnte ich nachgucken, aber ich blende es euch einfach unten ein. Wie gesagt, Reifen auch noch, ist ja auch wichtig immer zu wissen. Aber nochmal, ich mache hier keine Tests wie die anderen großen YouTuber. Mir ging es jetzt hier nur darum, ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, wenn jemand kurze Strecken fährt, jeden Tag auf die Arbeit, das Auto nicht allzu weit bewegt. Man kann mit so einem Auto mit Schnellladen natürlich auch nach Hamburg fahren. Das geht alles, wenn man es ein bisschen plant. Ist nicht das Problem, denke ich. Hätte ich jetzt auch gar... Jetzt hat man gesehen, jetzt habe ich kurz rekuperiert. Wollen wir kurz testen. 50 km/h, jetzt gehe ich mal vom Gas. Achtung! Jo, das geht schön. Wunderbar. Ja, also wie gesagt, ich denke, das ist jetzt für die Anfänger gedacht, die dort umsteigen und ja, der erste Eindruck halt, der erste Eindruck zählt. Und wenn ich jetzt hier sage, was ich denke oder was ich sehe als Nicht-Elektrofahrer noch, hilft das vielleicht dem einen oder anderen rauszubekommen, ob das was für ihn ist. Geräumigkeit, ja, gibt alles im Netz. Also ihr habt alle Möglichkeiten, im Netz zu gucken bei den ganz großen YouTubern da, wie sie alle heißen. Ich habe sie ja im ersten Video schon alle genannt. Und die haben ja alle diese Tests gemacht, wie viele Kisten kann ich da reinstapeln? Zum Beispiel der Tesla Björn sei genannt, ein riesen internationaler YouTuber, der ja alle Autos fahren darf und fahren kann, zu Recht, mit seinen ganzen Tests, die er da durchführt.
sensationell und mit Kisten stapeln, wie viel da reingeht, das mache ich alles nicht. So viel Liter, ich kriege da einen Einkauf rein, ich kriege auch für den Urlaub was rein im Notfall. Ich sehe hier Isofixe, haben wir hier auch einen Isofix? Ne, hier ist glaube ich keiner. Ist aber egal, es ist wurscht, weil es passt. So, jetzt bin ich natürlich irgendwie an so einen Platz gefahren, wo gar kein Platz ist zum Filmen. Naja, ist wurscht, ich laufe mal ums Auto rum und dann wird das schon passen. So, stellen wir mal die Kiste hier hin. Dann gehen wir einmal ums Auto und dann, ja. So, ja, wie gesagt, also, P, wie bei Automatik, Feststellbremse hochziehen, dann läuft die Klima hier weiter, ganz normal, vom Auto hört man nichts. Lässt sich prima, super fahren. Hier noch ein Lenkrad, Multifunktionslenkrad. Kann ich ja gleich mal, ich darf ja jetzt hier im Stand kurz mal zeigen. Ja, wie gesagt, das Multifunktionslenkrad hier, Sprachassistent, Telefon, lauter, leiser, Mute. Hier Mode-Einstellungen, Set für Tempomat und so weiter und so fort. Hier sind die Wippen, diese Rekuperationswippen, die man hier hat. Und dann wird dann vorne angezeigt, hier, wie die Rekuperation ist. Das sieht man jetzt im Stand leider nicht. Ja, hier unten der Start-Stopp. Da, hier noch ein Fach mit USB-Anschluss. Alles da. Hier ist mein Telefon drin. Ja, hier ist die Sitzheizung. Ah ja, hier sind ja die Drive-Modi. Drive Comfort, Drive... Ah ja, hier. Hier sieht man es jetzt. Also, Drive Sport, Eco, Comfort. Lassen wir es mal auf Sport stehen. Mal gucken wir gleich mal, wie es ausschaut. Genau, also die... Gut, dass ich das hier gefunden habe. Lenkradheizung ist auch mit drin. Das sind jetzt Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Ja, ansonsten hier, mich stört das jetzt nicht. Das Interieur ist okay, das gefällt mir. Hier noch hinten alles. Ja. Gibt also hier meiner Meinung nach nicht viel auszusetzen. Ja, dann werde ich jetzt mal, wie gesagt, den Sportmodus ausprobieren. Hoppala, ich muss ja den Rückwärtsgang schalten. Rückwärtskamera haben wir auch. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie wir mit der Rückwärtskamera hier klarkommen. Ich könnte theoretisch... Ja, man ist immer so ein bisschen gewohnt, hier den Rückwärtsblick zu machen. So. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Sportmodus drin. Das wird hier auch angezeigt. Kann ich mal noch ganz kurz zeigen. Ich mache die Rekuperation. Ist jetzt auch auf Level 1 gegangen. So, ich fahre hier auf Privatgelände Schrittgeschwindigkeit. Hier sieht man das. So sieht das jetzt aus. Sportmodus. Und dann gehen wir jetzt mal gleich gucken, wie der hier zieht. Jesus Maria! Und Josef! Und das Berg hoch. Alter Vater. So, jetzt geht's auf die Landstraße. Ja, Rekuperation, wie gesagt, ist jetzt bei 1, aber das soll ja wahrscheinlich im Sportmodus dann wohl ja, irgendwie so bleiben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist alles ein bisschen doof. Ich fahre jetzt hier einfach mal auf die Gas, sagt man hier im Saarland. Boah, da ist man schon direkt bei 50. Also hier muss man im Sportmodus, wie auch beim Peugeot, denke ich, oder bei den anderen, eben aufpassen, dass man hier nicht zu schnell unterwegs ist. Jetzt kommt hier 70. Jetzt gucken wir mal, wie er sich hier bei 70 so bewegen lässt. Ja, das ist brutal. Also, das ist schon der Wahnsinn. Wir sind jetzt bei 70 und ja, man hört hier. Also ich finde es okay. Das Rauschen von der Klima hört man sehr deutlich, aber pff, ja, ja, es ist jetzt weniger, weil das hier war zu. Ja, und je mehr man halt zumacht, desto lauter wird es halt. Aber ich denke, wenn man das auf 22 Grad stellt, reicht das hier auch aus. Ja. Ja, das ist entspanntes Fahren, hätte ich gesagt. Ja, das kann man durchaus so sagen. Sehr schön. Nee, gefällt mir gut. Also, muss das Auto schon wieder zurückbringen. Schade.
ich könnte mich hier durchaus mit diesem Auto anfreunden. Und ja, es ist wieder eine Erfahrung, die man mehr hat. Und auch, ja, super zu bewegen, super zu fahren, auch für Anfänger im Prinzip, also nicht Elektroautofahrer, Verbrennerfahrer, kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Und hier ist wieder 70 jetzt weg, hier kann ich jetzt wieder Gas treten. Und das ist schon... Ja, 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 Hammer! Sorry. Nee, es ist geil. Es ist einfach, ja. Es ist schön, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht in eine Blitzerfalle fährt, wenn man hier einfach mal so, ui, jetzt können wir gerade gucken, wie die Bremsen sind. Hier ist irgendwie, hier wird jemand abgeschleppt. So, aber ich war in dem Rahmen, also ich fahre hier nicht zu schnell. Ja, schreibt mir mal, was ihr denkt, was ich als nächstes testen soll. Nee, war Spaß. Ich bin ja, krieg ja nicht viel zum Testen. Aber nee, schreibt mir einfach mal eure Gedanken oder Meinungen oder vielleicht habt ihr ja auch das Auto schon mal getestet oder sogar einen Vergleich zum Peugeot oder zu einem anderen Auto. Würde mich mal interessieren. Ja, also wie gesagt, für mich wäre es auf jeden Fall ein Auto, das ich mir vorstellen könnte. Eventuell sogar den Ioniq. Das ist jetzt der Kona. Der war jetzt frei, daher jetzt der Kona. Vielleicht gibt es dann noch die Möglichkeit, den Ioniq noch einmal zu fahren. Ja, der Händler hat mir nur gesagt, der Absatz ist im Moment Wahnsinn. Also was dort im Moment rausgeht an Autos, was bestellt wird, das ist schon monatlich, sind das schon auf jeden Fall über 20 Fahrzeuge. Und da muss schon ordentlich, was passiert sein durch diese 6.000 Euro Förderung und den Händlerrabatt, dass die Leute dort jetzt eben ja, umsteigen. Genau. Falls ich was vergessen haben sollte oder einen Fehler gemacht habe oder sonst was, schreibt es mir einfach in die Comments. Fragen, Kritik, Anregungen wie immer runter. Glöckchen drücken, damit ihr informiert werdet. Kanal sowieso abonnieren. Liken wäre noch ganz cool. Wenn euch was nicht gefällt, sagt es einfach. Und ich werde beim nächsten Video dann drauf eingehen. Es hat mich gefreut, dass ich euch mitnehmen durfte. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gefreut, ein bisschen Elektroauto fahren zu können. Und ja, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Bleibt mir treu. Und wir sehen uns beim hoffentlich nächsten Elektroauto. Bis dahin. Ciao.